Einen wunderschönen guten Tag, willkommen in Kanada zum Qualifying. Ich muss mal irgendwas gucken. Ich muss hier mal ein bisschen was, was ändern noch. Weil wir brauchen ja hier mega viel Power. Was ist denn hier noch halb kaputt? 24, 10, 27, oha. So, gibt ja alles keine Strafe, alles cool. Das tun wir dann irgendwann wieder umrüsten. So, haben wir, was ist denn jetzt hier noch kaputt? Oha. Keine Strafe, gut. So, ist immer noch was gelb. Warum ist immer noch was gelb? Ist das Getriebe schon wieder? Was ist denn hier noch? Oder ist das zusammengerechnet? Irgendwie erwartete Lebensdauer? Ich habe keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall noch irgendwas gelb. Ich weiß nicht genau was. Ach so, ausstehend. Ah, alles klar. Okay. Ja, auf zum Qualifying. Guten Tag an alle Zuschauer. Wir hoffen, Sie sind auf... Bla, 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 bla. So. Wie sieht es jetzt aus mit den Komponenten? Triebwerk, immer noch irgendwas gelb. Ausstehend. Hä? Warum ist das immer noch... Warum ist das immer noch ausstehend? Wann wird denn das jetzt gemacht? Doch nicht mehr im Qualifying. Na super. Na gut, vielleicht habe ich es dann fürs Rennen wenigstens. Ich habe keine Ahnung. Das ging früher immer. Da konntest du einfach nach dem freien Training... Nach dem dritten freien Training konntest du alles ändern und dann war das geändert. Warum das jetzt nicht mehr geht, weiß ich nicht. Ja. Ich habe die Möglichkeit, die Ultrasoft zu fahren. Ich glaube, das mache ich diesmal etwas anders. Ich fahre die jetzt direkt. Und gucke damit, dass ich irgendwie in die Top 15 kommen werde. Ah doch, 4-1 ist in Ordnung. Ich fahre übrigens mit mega viel Bremsdruck. Ich glaube, 96% Bremsdruck fahre ich. Das ist ordentlich. Aber es funktioniert. Besser als ich gedacht hätte. Man kann definitiv später bremsen. Man muss nur ein bisschen dann... Bisschen mehr mit der Bremse dann spielen. Man darf ja nicht zu lange draufstehen. Nicht mehr so lange wie sonst. Wobei sonst war ja unter Luft auch nicht wirklich lange. Naja, ganz kompliziertes Thema. Im freien Training habe ich da ein bisschen gecheatet. ERS und DRS... Ach, DRS. ERS und Sprit-Dingens habe ich unter nassen Bedingungen gemacht. Da ist das relativ easy. Und Qualifying-Position wurde mir die 5 prophezeit. Allerdings habe ich die letzte Schikane ein bisschen abgekürzt. Also da kann man ruhig noch mal ein bisschen was abziehen. Aber... Ich weiß nicht, wie ich die letzte Runde im Training hingekriegt habe. Ich war eigentlich mega langsam und auf einmal habe ich dann nochmal fast eine Sekunde rausgehauen. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Aber der Wagen liegt echt gut. Also, so Probleme, die ich in Monaco hatte, die sind weg. Ist aber auch eine ganz andere Streckencharakteristik hier. Lassen wir den Force India mal vorbei. Beziehungsweise den Racing Point. Bleibt natürlich bei Force India, ist klar. Komm, noch einer. Was ist denn hier los? Ach, Ferrari. Ja, komm. Warum müssen die auch mal so knapp vorbeifahren? Ja, verstehen. Das haben die im freien Training auch schon mal gemacht. Die Ratten. So, ein bisschen Rückstand rausfahren oder ein bisschen Abstand rausfahren. Da hinten aufpassen, da kommt irgendwie so ein komischer Williams. Okay, das war schon mal scheiße. Ja, der ist, ich vergesse das hier mal. Boah. Was
denn los? Das wird keine gute Runde. Da brauche ich nicht mehr Hellseher für sein. Was ist denn hier los an Verkehr? Oh, habe ich einen Mercedes-Binder. Schade. War noch nicht mal als Absicht. Ich versuche die ganze Zeit die Knöpfe zu drücken, um was einzustellen. Ich kann nicht gleichzeitig in den Rückspiegel gucken, auf die Strecke gucken und einstellen. Ich habe zu wenig Sprit. Ich habe vergessen, dass ich ja 3 Runden fahren muss. Nein! Das heißt, ich darf jetzt die Boxen einfach nochmal üben. Oder besser nicht. Die Reifen brauche ich noch. Die müssen nochmal eine Runde halten. Ich bin nur 11. und das wird auch nicht weiter nach vorne gehen, sondern eher weiter nach hinten. Also 50 Meter ohne blockierende Reifen kommt man gut rein. Büdebüb. Schüdedüb. Okay. Entschuldigung. So. Mit den Reifen kriege ich allerdings jetzt nur eine Runde hin. Ich tue trotzdem. Fünf Runden kommen. So präzise kann ich eh nicht fahren, dass ich den Unterschied in der Zeit merke. Und direkt wieder raus. Ich will auf Ultrasoft in Q2 kommen. Da ich weiß, dass ich mit den Dingern nicht in die Top 10 komme, bringt mir das nichts, die in Q2 erst zu fahren. Das macht keinen Sinn. Dafür, das können 3 Teams machen, ja, aber das war's dann auch schon wieder. Beziehungsweise Mercedes könnte sogar mit den härtesten Reifen auf Pole fahren, habe ich das Gefühl. Aber das ist ein anderes Thema. Wobei, ihr könnt sogar mit Holzreifen, egal. Ich möchte nicht auf den besten Teams rumhaken, ja? Oder auf dem besten Team, wobei ich es gerne mache. Da kommt hinter mir schon wieder 3 Leute. Lass ich jetzt vorbei, oder? Nö, lass ich nicht vorbei. Wir haben jetzt Pech gehabt. Bin zu weit weg. Diese Kurve kriege ich einfach nicht geschissen.
Entweder das liegt jetzt an meiner Fahrweise oder es liegt wirklich daran, dass ich mit Überholen fahre und nicht mit Hotlap. Ich weiß es nicht. Ich bin am Ende nochmal vom Gas gegangen, weil ich die Schikane abgekürzt habe wieder, ja. Fair, soll euch alles fair bleiben, ja. Ich wäre 2 Zehntel schneller gewesen. Und mein ERS war am Ende, das war... Aber ich kriege ja doch auf einer Runde nicht aufgeladen, das ist scheiße hier. Und ich bin nur auf Fett gefahren und nicht auf, auf Max-Sprit. Scheiße. Ich bin nur 15. Oh ne, dann kommt schon wieder einer. Red Bull oder Toro Rosso. Ich habe ja noch Zeit. Ich versuche noch eine Runde zu fahren. Ich bin nämlich nur 16. Ach du Scheiße. Das ist doch jetzt... Ist doch nicht wahr. Wo war ich jetzt? Was habe ich... Ich sag da nichts zu oder so. Da sage ich jetzt besser nichts zu. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hinbekommen habe. Da war ich wohl komplett mit den Gedanken woanders und dann... Boah, fahren wir mal geradeaus. Gar kein Problem. Ich muss Hypersoft nehmen. Ich will zumindest kurz wissen, die Zeit habe ich noch. Wie viel Zeit mir denn da fehlt? Kevin ist 1,10,5, Alter. Was soll? 1,11,5. Och, das ist so knapp. Ernsthaft. Okay, die fahren alle auf Hypersoft. Außer Kimi. Scheiße. Schade. Selbst dafür bin ich zu schwach. Na gut. Hypersoft. Let's go. Und da sagt mein Team hier, ich kann auf Platz 5 kommen. Ja, ist klar. Da müsste ich ja jetzt mal 2 Sekunden schneller fahren. Ja, oder eine. Mindestens eine. 1,5. Ja, ich bin so fair und bremse hier wenigstens ab. Macht die KI ja nicht, ne? Man fährt eigentlich auf jeder gerade im 8. Gang, oder? Weil im 7. 8. Gang ist ja der Überholmodus besser als der Hotlap-Modus. Vielleicht auch deswegen. So, Sprit schon mal auf Max. Ja, das habe ich ja vorhin vergessen. Und auf Überholen. Boah, da konnte ich erst spät aufs Gas.
Seht da. Mir geht tatsächlich am Ende das ERS aus. Das ist Wahnsinn. Auf eine Runde. Und das war voll. Und ich war nur auf 4 auf Überholen, nicht auf Hot Lap. ...192, alles klar, wir sind gefahren, 1.10.9. Wo blockiere ich da gerade ein? Ja, jetzt... Ja, die KI ist dann schon ein bisschen doof. Also wenn der jetzt auf der schnellen Runde war... Da verstehe ich nicht, warum der sich vorbeigefahren ist. Ich bin extra links langsam gefahren. Naja, was soll's. Übe ich die Boxen einfach noch. Was machst du da? Was machst du da? Ich fahre geradeaus, das ist dir schon bewusst, ne? Ich fahre viel zu schnell. Ist der jetzt auch mit reingefahren? Nein. Ja, komisch. Naja. Also Q2 ist schon mal sicher. So viel kann ich schon mal sagen. Wo liegen wir denn jetzt? Alter. Kevin, du Sau. Eine halbe Sekunde schneller. Wo hat er die Zeit denn geholt? Analysieren wir doch mal. In Sektor 2. Ja, die eine Schikane, die war es wahrscheinlich. Huch. Oh, Qualifying Center. Gut. Noch 12. geworden. Wo ist denn Alonso, der so gut war im freien Training? Der ist jetzt auf einmal nur noch 14. Und die üblichen Verdächtigen sind raus. Ja gut, da ist ja nichts Neues. Alles klar. Weiter. So, mit denen dürften wir jetzt eigentlich nur einen Versuch fahren. Um ins Q1 zu Q3 zu kommen. Q1, Q2, Q2,5, Q5, 6, 7. Weil das ja die Startreifen sind. Ich komme mir manchmal vor wie Heiko Wasser, der auch mal alles wiederholt, wie es ist. Ja, das sind ja die Startreifen, wie man in Q2 fährt. Bla, bla, bla. Naja. Ich habe nichts gesagt. Ignoriert mich. Ich erfülle hier nur meine Anwesenheitspflicht. So, dann reichen auch 4,1, wenn ich nur eine Runde fahre. Die muss aber passen. Oder auch im zweiten Satz dann nochmal. Ich weiß es nicht. So, raus und auf die Strecke. Also wenn ich jetzt die letzte Schikane noch ein bisschen besser erwische und die Schikane, also die vorletzte, vor der Haarnadel, vor allem die, da habe ich gerade mindestens 3/10 mal liegen lassen. Und dann müsste ich eigentlich relativ sicher in die Top 10 kommen. Unsere Gegner heißen immer noch Force India und Renault. Das sind ja so die drei Teams, die im Mittelfeld kämpfen. Nicht nur virtuell hier im Spiel, sondern auch in echt. Was ich eigentlich ganz cool finde. Also den Kampf finde ich eigentlich schon fast cooler als den vorne zwischen Ferrari und Mercedes, weil das ist ja kein Kampf mehr. Das ist einfach nur noch definitiv klar, wer wo ist. Wobei heute beim Qualifying in Japan, da hat sich Ferrari ja... Da braucht man ja gar nichts mehr drüber zu sagen. Hat sich da Ferrari wieder geleistet, strategietechnisch. Da kann man nur den Kopf schütteln und. Wobei, selbst wenn. Bei den Mercedes wären die ohnehin nicht vorbeigekommen. Naja. Und ich weiß nicht, warum ich wieder früh aufgestanden bin dafür. Warum fahre ich nicht wieder hier? Das ist doch alles scheiße hier. Aber wenn du sowas 20 Jahre lang guckst oder über 20 Jahre, dann stehst du einfach auf und guckst du es einfach. Dann ist ja das scheißegal.
Geht doch. Ein bisschen früher brennen. Boah, ein bisschen viel Wheelspin gehabt. Zehn, vier. Na bitte, das ist die halbe Sekunde zu Kevin. Die Runde war aber auch cool. Ein Quersteher hier, glaube ich. Ein kurzer. Der Rest war eigentlich ganz okay. Na, Hanal hätte ich nochmal einen Ticken später bremsen können eigentlich. Und hier habe ich ein bisschen abgekürzt. Aber das hat mir nicht wirklich Zeit gewonnen. Hat mir Zeit gewonnen. Weil auf dem Curb kann man nicht so rausbeschleunigen. Diese Kurve, die hasse ich einfach hier. Ja, hier kann ich eigentlich. Aber 100 Meter, ja, ja. Vor allem mit dem Bremsdruck kannst du so unglaublich spät bremsen. Jetzt üben wir nochmal die Boxen ein. Ne, die üben wir jetzt nicht die Boxeneinfahrt. Doch, die üben wir schon ohne blockierende Reifen. Also bei 50 Meter. Geht nicht. Okay. Gut, dass es im Qualifying keine Strafe dafür gibt. Man müsste eigentlich einführen, die Fahrer zahlen ja dafür Kohle. Und man müsste dann eigentlich einführen, dass man hier irgendwie Ressourcenpunkte dafür abgezogen bekommt, weil Geld gibt es ja hier tatsächlich nicht. Dann wäre es noch Geld. Nee, damit fangen wir gar nicht an. Damit haben wir ja auch als Fahrer eigentlich nichts zu tun. Beziehungsweise man könnte damit nichts anfangen, so. Wir können ja hier kein irgend so ein Leben führen, wie so ein gewisser, ich nenne jetzt keinen Namen Fahrer, der dann auch immer überall, wo er ist, Bilder posten muss. Warum auch? Ich verstehe es eigentlich egal. Ich verstehe sowas eh nicht. Ha, ich bin hier. Guck mal, meine neue Modekolle. Ich bin ja schon ruhig, Entschuldigung. Ist übrigens nicht nur der Fahrer. Das ist, interessiert mich bei allen Fahrern nicht, wenn die sowas machen. auch diese ganzen Interviews, ne? Das haben sie aus Amerika abgeguckt. In Amerika ist das ja gang und gäbe, dass der Sieger mal interviewt wird, bla bla bla, nach dem Rennen, bla bla bla. Interessiert mich alles nicht. Höre ich mir auch nicht an. Es ist egal, von welchem Fahrer. Ob das jetzt ein Vettel ist, ein Hülkenberg oder ein Hamilton oder ob ich den jetzt mag oder nicht. Diese Interviews, die interessieren mich irgendwie überhaupt nicht. Und auch, was die Fahrer so abseits der Strecke machen, wen die geheiratet haben, wo die Urlaub machen, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum die da immer so ein Gedöns um diese Interviews machen. Keine Ahnung. Gut, die Interviews sind eh immer dasselbe. Ja, heute, das Auto lief gut. Ja, war ein gutes Wochenende. Ja, war Team war gut. Ist eh immer dasselbe. Jedes Mal dasselbe. Als ob da meiner Sache da. Heute war richtig scheiße. Das Team war kacke. Das Auto lag nicht. ich weiß nicht. Dieses Grütze höre ich mir nicht an. Wie gesagt, egal von welchem Fahrer. Oh, 4 und 5, die beiden Haas. Was geht denn jetzt ab? Okay, die Top-Teams sind noch nicht gefahren, ne? So. Alter, Kevin, im zweiten Sektor, da zieht er mich hart ab. Und im ersten Sektor tun wir uns nichts. Da, oh, das ist schön. 17.000stel, das ist mal ein teaminternes Duell hier. So gefällt mir das. Und zwar vor Renault und vor den komischen Force India Dingern da. So, wer ist denn hinten? Na gut, da kommen ja noch mindestens mal drei. Ich fahre nicht mehr. Also zumindest nicht mit dem Reifensatz. Das ist safe. Wir tun mal ein bisschen beschleunigen das Ganze, ja. Zumindest bis die Top-Teams alle gefahren sind, oder die Top-Fahrer. Was, glaube ich, jetzt der Fall wäre. 7, 8. Ne, da fehlt doch noch einer. Perez fehlt auch noch, aber... Na, wobei, der könnte noch gefährlich. Dieser Ocon! Also diese Force Air, gut, Force India hat Mercedes-Power. Kanada, viel geradeaus. Macht Sinn.
Deswegen hatte ich mich am freien Training auch gewundert, warum nicht Alonso so weit vorne war, weil mit seinem. Ach nee, der fährt ja gar keinen Honda mehr. Der fährt der Renault. Ich vergesse das immer wieder. So, nun ist auch Sainz. 1-10, ey, scheiße. Das wird nochmal knapp hier, ey. Und Leclerc auf einem schönen 12. Platz. Ah, Perez. Was macht Perez? Warte mal, wie kann ich den nochmal zuschauen? Wie geht das nochmal her? Ich habe da keine... Nächste Kamera, nee. Live-Übertragung. Ah. Ocon, nee, wo ist denn... Checo. Der fährt gar nicht. Der fährt wirklich nicht. Was heißt denn grün? Outlap, der muss fahren. Ach, mitfahren war 3 jetzt. Okay. Ah. Ach, der ist jetzt erst rausgefahren. Ja, okay. Können wir dem mal was zugucken? Was ist denn jetzt Kamera 9? Das hier. Wie die so fahren. Ob die genauso denselben Fahrstil haben wie ich. Vor allem jetzt auf die Kurve bin ich mal gespannt. Wann bremst er? Wann bremst er? 100 Meter. Auch im 4. war, da verändert sich nichts, bis auf dass die Linie von ihm deutlich besser ist als meine immer. So, wo bremst der hier? Ach, ja, sehr spät. Ja, ja, sehr spät. Und erster Gang. Interessant. Ist mir zu tief. Jetzt ist eh keine Zeit mehr, um rauszufahren. Ah, doch, noch könnte ich. Warte mal, ich gucke mal ganz schnell. 10. Ach du Scheiße, wenn Perez jetzt... Oh Gott. Magnus ist nochmal schneller gefahren. 4/10. Schaffe ich nicht mehr. Ich habe keine Reifen mehr dann. Gut, jetzt müssen wir hoffen. Scheiße. Oh nö. Bitte, Perez. Tu mir einen Gefallen und verbesser dich nicht, beziehungsweise sei nicht besser als ich. Oh, da bin ich Q2 raus. Gut, dafür hätte ich dann freie Reifenwahl, als ob es gewollt wäre. Das sah aber jetzt komisch aus. Ich tue jetzt auch mal keine Zeiten vergleichen. 19,7, 21,8. 19,7, 21,8. Ach du Scheiße, er ist deutlich schneller als ich. Oh nein. Scheiße. Ist klar, tausendstel Stellen. Wie eng das hier alles ist. Zwischen Ocon und Perez liegen gerade mal 70.000stel zwischen 5 Autos. Und dann kommt eine Riesenlücke. Da komme ich. 4/10. Platz 11. Naja, freie Reifenwahl. Die nächste. Irgendwo habe ich Zeit liegen. Vielleicht hätte ich doch mal eine Runde auf Hotlap probieren müssen. Ich weiß es nicht. Egal, freie Reifenwahl. Man muss es immer positiv sehen. Und hier kann man wenigstens überholen. Nicht so wie in Monaco, wo du keine Chance hast. Oder du überholst und stehst quer in der Löws oder irgendwie sowas. Kann ich ja ganz gut. So. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ich erwartete natürlich eine bessere Session. Aber so etwas passiert wohl mal. Im Rennen kannst du es wieder gut machen. Oh, diese aufmunternden Worte von dieser Tussi immer. Wahnsinn. Vor dem Rennen, ja, das ist alles bla bla. Wie sieht's denn aus mit... ach ja, ich krieg ja... Ah nee, jetzt habe ich die neuen Sachen drauf. Ich verstehe das nicht. Wie viele Punkte haben wir denn? Wo steht das? 629 ist jetzt nicht wirklich viel. Können wir da was machen? Lohnt sich das? Welche Abteilung arbeiten denn gerade gut? Nur Chassis, oder? Das läuft gut. Aerodynamik können wir mal vernachlässigen. Die haben keinen Bock auf uns mehr. Also könnte man theoretisch auch was anderes machen.
Das läuft, glaube ich, noch bis Frankreich. Hier könnte man theoretisch... Nein. Doch, man könnte sowas machen. Qualitätskontrolle 2. Weißt du was? Machen wir. Ah. Wir fokussieren uns gerade auf Antrieb und Abtrieb. Ne, Antrieb und Chassis. Und vielleicht sollten wir dann irgendwann mal in Saisonhälfte 2 so ein bisschen auf Strapazierfähigkeit gehen, weil sonst habe ich das Gefühl, dass wir in Hälfte 2 sehr viele Strafversetzungen in Kauf nehmen müssten, weil uns die Komponenten reiheweise um die Ohren fliegen werden. Aber das ist noch Zukunftsgeschichte. Juti, das war Qualifying Kanada. Wenn das überhaupt heute am Samstag rauskommt, ich weiß nicht, vielleicht verschiebt es ja wieder auf Sonntag, Montag. Vielleicht kommt das Rennen noch erst am Montag. Ich weiß es nicht, wie ich es schaffe, weil wir haben jetzt aktuell Samstag und das Wochenende. Ich habe verdammt viel Nichtzeit. Es kommt auf jeden Fall rund ums Wochenende, vielleicht auch Montag. Ist halt dann so. Tut mir dann leid. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Samstag oder Sonntag und wir sehen uns im Rennen wieder. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Ich freue mich aufs Rennen. Ich freue mich richtig aufs Rennen. Wir können richtig gut machen. Und wir können auch alles verlieren. Tschüss.